Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Apothekerinnen und Apotheker. Wie wichtig die flächendeckende Versorgung der Vorortapotheken in Deutschland ist, hat uns die durch die Regierung hereingeführte Corona-Krise noch einmal schmerzlich offengelegt. Apotheken gehören zu den wichtigsten und stabilsten Säulen unseres deutschen Gesundheitssystems. Sie versorgen uns mit Arzneimitteln, übernehmen Nacht- und Notdienste und stellen uns mit kompetenter Beratung zur Seite. Besonders in ländlichen Gegenden, die zusätzlich auch noch vom Ärztemangel und der Schließung von Krankenhäusern betroffen sind, sind die sogenannten Solitärapotheken unabdingbar für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass diese traditionsreichen Apotheken erhalten bleiben. Viele dieser Apotheken sind jedoch von der Schließung bedroht, da der europäische Versandhandel sie langsam aber stetig vom Markt verdrängt. So sollte man meinen, dass die Regierung alles Nötige dafür tun würde, um die pharmazeutische Versorgung der Menschen auf dem Lande sicher herzustellen, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, in denen auch noch um jeden Arbeitsplatz gekämpft werden muss. Die Bundesregierung hat es in den zurückliegenden Monaten immer wieder betont, sie will die deutschen Präsenzapotheken unterstützen und hat dafür den Entwurf für ein Vorort-Apothekenstärkungsgesetz vorgelegt. Was uns in diesem Gesetzentwurf serviert wurde, ist jedoch wieder mal Augenwischerei und darin bestätigt uns sogar der Bundesrat in seiner Stellungnahme. Das, was diesen Gesetzentwurf nämlich wirklich unterstützenswert gemacht hätte und worin der Entwurf einen signifikanten Unterschied in der Lebensrealität unserer deutschen Bürger gemacht hätte, wäre ein Versandhandelsverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel. Der Bundesrat schreibt in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf, dass dieser sein eigenes Ziel, nämlich die Stärkung der deutschen Vorortapotheken, konterkariert. Die AfD fordert, genauso auch wie der Bundesrat, den Versand mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu verbieten und dafür den Botendienst der Vorortapotheken auszubauen, um den Stand der deutschen Apotheken zu stärken. Deshalb haben wir unseren Antrag Apotheken, Botendienste sichern und ausbauen eingebracht, um eine Pauschale für Botendienste langfristig einzuführen, auch für die Zeit nach Corona, also ab sofort. Vieles ist noch unklar, was das Gesetz zur Stärkung der Vorortapotheken betrifft. Die ursprüngliche Verortung des Botendiensthonorars im Krankenhauszukunftsgesetz ist gescheitert. Die Botendienstvergütung der aktuellen Corona-Verordnung läuft am 30. September aus und im Kabinettsentwurf keine Spur davon. Apotheken nach dem 30. September werden noch ein Honorar für die Botendienste bekommen? Das ist alles fraglich. Herr Bundesgesundheitsminister, ich fordere Sie auf, stehen Sie zu Ihrem Wort und zu Ihrem Vorhaben, Vorortapotheken zu unterstützen und hören Sie endlich auf die Menschen da draußen mit ihren verdünnten und substanzlosen Initiativen hinters Licht führen zu wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.